Nein, es gibt es nicht. Wenn Sie es vorlegen. Es gibt kein Interesse an Aufklärung. Halten wir das fest. Was? Es gibt kein Interesse an Aufklärung, während Sie die Vorwürfe einbringen ohne Belege. Ohne Belege! Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownys Beweislastumkehr bei Illner Welt. Ja, ich bemerke zunehmend, dass in Bezug auf die skandalisierende Anti-AfD-Agitation in den Medien offenbar ein Strategiewechsel stattgefunden hat. Nach dem Zerplatzen der Korrektiv-Geheimplan-Recherche hat sich nun die Nazi-Keule endgültig abgenutzt. Zerplatzte Plagiatsvorwürfe gegen Weidel und immer wieder allzu pünktliche VS-Einstufung als rechtsextrem haben es nicht geschafft, die Wählergunst bedeutend zu mindern. Und daher wird es Zeit für einen neuen Weg. Und zwar den Weg, die AfD als dezidiert anti-deutsch zu framen. Und damit, wie der Spiegel es auf seinem Cover bekannt gibt, als Landesverräter. Passend zu dem Artikel, der einen Tag nach diesem Auftritt herauskommen sollte, hat man natürlich auch Frau Ammann eingeladen, die stellvertretende Chefredakteurin des Spiegels. Sie wird in der Sendung, die wir heute analysieren werden, die Hauptanklägerrolle gegenüber Chrupalla spielen. Abgesehen davon wurde auch Armin Laschet eingeladen, dessen Funktion und Aufgabe in dieser Sendung darin zu bestehen scheint, als Mainstream-genehme, konservative Alternative zu Chrupalla und der AfD vom Publikum wahrgenommen zu werden, indem er die unbegründeten Vorwürfe von Melanie Ammann und dem Spiegel einfach übernimmt und sie als Munition gegen Chrupalla einzusetzen versucht. Solche Zustände hat es in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Ausmaß an Landesverrat noch nicht gegeben. Das Ziel dieser Sendung ist also relativ klar. Es geht darum, durch Spiegelvorwürfe Armin Laschet Munition zu geben, um dem Zuschauer klarzumachen, die AfD handelt in Wirklichkeit gegen Deutschland und für Russland und China, aber wir sind die CDU, wir sind die wahren Patrioten und wir haben nur Deutschland im Sinn. Naja, und wenn es passt, eine Koalition mit den Grünen. Allein schon beim ersten Blick auf die ersten Zeilen des besagten Spiegelartikels Alternative gegen Deutschland, der den sogenannten Landesverrat nahelegen soll, wird aber klar, auf welchem Fundament diese ganzen Vorwürfe gebaut sind. In Pink unterlegt einmal die Vorwürfe und in Blau unterlegt einmal die Worte, die einen unangreifbar machen. Denn man schreibt nicht von bewiesenen Geldzahlungen, sondern von möglichen Geldzahlungen aus Russland und nicht von einem China-Spion, sondern von einem mutmaßlichen China-Spion, die Ermittlungen laufen. Wobei selbst, wenn man ihm das nachweisen könnte, Maximilian Krah nach jeder Lesart nach wie vor eine weiße Weste dahingehend hat. Weil eben die alleinige Aufgabe eines Spiones darin besteht, Vertrauen zu gewinnen und sein Umfeld zu täuschen, damit man ungehindert Informationen abgreifen kann. Und dieses Mögliche und Mutmaßliche würde sie aber als Landesverräter entlarven, ganz ohne die Worte wohl möglich oder mutmaßlich oder offenbar. Nein, das ist für den Spiegel klar, es sind auf jeden Fall Landesverräter. Das zieht sich der Spiegel mutmaßlich aus dem Allerwertesten. Und es gäbe, blau unterlegt, nach Spiegelrecherchen ein Manifest für die Partei aus dem Kreml. Zu diesem besagten Manifest geht aber im Verlauf des Artikels hervor, dass nicht bekannt ist, was mit diesem Papier geschehen ist, ob die Partei überhaupt von seiner Erstellung wusste und überhaupt weiß man es nicht so genau. Da haben sich zwei Leute Gedanken über die Rolle der AfD gemacht und diese niedergeschrieben. So what? Das haben sie bestimmt noch nie in Bezug auf irgendeine andere Partei in Deutschland gemacht. Jemals. Ebenso wie der Spiegelartikel basiert natürlich auch Melanie Ammanns schwachsinnige Argumentation gegen Chrupalla lediglich auf nicht belegten Vorwürfen, was eine durchaus kuriose Diskussion entstehen lässt, bei der Laschet, Ammann und Illner als Moderatorin trotz Beweislast auf ihrer Seite alles dafür tun, diese Vorwürfe als plausibel erscheinen zu lassen und die Beweislast zu Ungunsten der AfD umzukehren. Dass jetzt aber wegen Korruption und Spionage gegen die zwei Spitzenkandidaten und einen Mitarbeiter ermittelt wird, hat eine neue Qualität. Das ist faktisch schon einmal falsch. Aber schöne Brunnenvergiftung von Illner direkt am Anfang. Nein, es gibt keine Ermittlungen, es gibt Vorermittlungen gegen Maximilian Krah und gegen Bistron. Das ist ein kleiner, aber durchaus wichtiger Unterschied, denn Vorermittlungen bestehen darin zu schauen, ob es sich überhaupt lohnt, wirklich ein förmliches Ermittlungsverfahren einzuleiten. Eine Partei, die vorgibt, deutsche Interessen zu vertreten und zwei Politiker, die sich offenbar aus dem Ausland beeinflussen lassen, das passt nicht gut zusammen. Leitet Malbrit Illner diese Diskussionsrunde ein, ohne dass in der gesamten Diskussionsrunde Belege dafür geliefert werden. Tino Chrupallas Argumentationsstrategie sollte dahingehend also relativ einfach und klar sein. Die Frage nach Beweisen und Belegen ist der absolute Endgegner von Frau Ammann und allen anderen Opponenten in dieser Sendung.
Das scheint auch ihm klar zu sein, zum Glück, und genauso beginnt er auch sein Eröffnungsstatement. Nochmal ganz kurz, auch zu den Vorwürfen. Sie reden von Beweisen, von Belegen, die darlegen oder die da wären. Ich frage Sie, haben Sie das Video gesehen? Haben Sie Ausschnitte davon gehört? Ich glaube, es haben Sie nicht, weil es hat bislang niemand gehört und es finden auch aktuell noch keine Ermittlungen gegen die beiden statt. Es gibt Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft. Vorermittlungen gegen Grab persönlich? Der Staatsanwaltschaft Dresden. Vorermittlungen haben überhaupt noch nichts zu sagen. Also es gibt noch kein Ermittlungsverfahren, was eröffnet wurde. Und wenn uns als Parteiführung, und das gilt, denke ich, auch in einem Rechtsstaat, auch die Unschuldsvermutung, wenn uns als Parteiführung Beweise und Belege vorliegen, die können Sie uns gerne präsentieren, Frau Ammann vom Spiegel, wenn Sie die hätten und haben, dann werden wir auch dementsprechend reagieren. Aber alles andere basiert aktuell auf Gerüchten. Aber Sie reagieren doch längst, Herr Kupala. Wir sind hier. Also. Ja, und das war doch schon ein stabiles Eröffnungsstatement von Tino Kupala, wo man direkt merkt, das gefällt der Moderatorin und auch Frau Ammann nicht besonders, sodass man ihm direkt am Ende dieses Statements schon reinredet. Gerüchten. Aber Sie reagieren doch längst, Herr Kupala. Wir sind hier. Also. Aber Sie reagieren doch längst, Herr Kupala. Ja, weil die Partei auf eine vom Spiegel mitlancierte Kampagne gegen die AfD zum Europawahlkampf reagiert, ist das jetzt auf einmal ein Schuldeingeständnis oder was? Auch wenn ich die Entscheidung, den Wahlkampfauftakt eben ohne Peter Bistron und ohne Maximilian Krah anzugehen, für eine falsche Entscheidung halte, die getroffen wurde, um halt eben den Fokus auf den EU-Wahlkampf zu richten und EU-Themen und eben nicht auf die beiden Kandidaten, gegen die gerade Schmutzkampagnen laufen, handelt es sich deswegen noch lange nicht um ein Schuldeingeständnis, aber ich kann verstehen, dass es so wirken kann und deswegen halte ich die Idee auch für falsch. Man hätte die beiden auch beim Wahlkampfauftakt auftreten lassen können, denn es ist vollkommen egal. Wenn sich die Vorwürfe bestätigen lassen und belegen lassen, dann ist der gesamte EU-Wahlkampf für die AfD ohnehin gelaufen. Dann kann man die beiden auch einfach antreten lassen und eine stärkere Figur machen, mit dieser Flucht nach vorne, die kommuniziert, nein, wir lassen uns davon eben nicht beeindrucken. Ich bin also der Meinung, das gibt den Gegnern, wie auch in dieser Diskussionsrunde, nur unnötige Munition. Nein. Wir sind hier nicht in einem Gerichtssaal, sondern wir sind in der Politik. Ja. Ja, und was heißt das jetzt, Frau Ammann? Dass auf magische Art und Weise das Prinzip der Beweislastumkehr auf einmal gültig und valide ist? Und auch das da heißt, gilt, da gibt es Leute, da gibt es Leute, die im intensiven. Aber ich glaube doch nicht im Spiegel, Frau Ammann. Entschuldigung, ja, also wo kommen wir denn da hin? Ja, und ich muss sagen, das gefällt mir ausgesprochen gut. Ein bisschen offensiv auf den politischen Gegner zugehen. Wir alle wissen, dass Frau Ammann Tino Kupala absolut verachtet, genauso wie seine Partei. Und da darf man auch ein bisschen frech werden. Und das hat er hier doch ganz gut gemacht. Das ist ja der Punkt, wir könnten Ihnen ja alles vorlegen. Haben Sie uns was vorgelegt? Wir könnten Ihnen ein Selfie legen Sie uns das Video vorlegen. Vor. Wir könnten Ihnen ein Selfie vorlegen, wo Herr Bistron mit seinem Geldgeber und 20.000 Euro posiert und Sie würden es trotzdem nicht machen. Machen Sie es doch erstmal. Sie haben es doch noch nicht mal gemacht. Klären Sie doch. Gut gemacht, einfach beim Punkt bleiben. Frau Ammann fängt an, sich um Kopf und Kragen zu reden und stellt jetzt auf einmal unbegründet in den Raum, man würde das sogar als Beweis ablehnen, wenn sie denen Selfies von Bistron mit dem Geld zeigen können. Womit sie natürlich an der Stelle zugrunde legen möchte, selbst wenn wir Beweise hätten, Klammer auf, was wir nicht haben, dann würden sie uns trotzdem nicht glauben. Deswegen brauchen wir auch keine Beweise. Oder was, Frau Ammann? Oder was? Klären Sie doch erstmal auf, was in Ihrer Partei los ist, was mit dem Geld aus russischen Kanälen kommt. Sie hat die Dreistigkeit, jetzt ernsthaft von Kupala einzufordern, er möge beweisen, dass an den Vorwürfen nichts dran sei. So funktioniert das nicht. Ich kann auch als Staat nicht irgendjemanden einknasten, nur weil er keine Belege für eine Straftat hat, die man ihm ohne Belege vorwirft. Ich muss an der Stelle mal offen kommunizieren, dass ich das Auftreten von Frau Ammann als äußerst unangenehm und unfair empfinde. Eine weitere Wortwahl erspare ich mir an dieser Stelle. Und auch eine Frau Illner scheint zu bemerken, dass die Argumentation von Frau Ammann absolut ins Leere läuft. Daher übernimmt sie die Fackel der Argumentation gegen die AfD, so wie es sich für eine neutrale Moderatorin in den Öffentlich-Rechtlichen gehört. Aus russischen Kanälen kommt. Was sagt Herr Bistron denn dazu, dass es dieses akustische Video gibt? Wie verhält er sich denn? Er streitet es ab und sagt, es gibt's nicht und das habe ich nicht und das war nicht so. Was zum Lelek ist ein akustisches Video? Naja, egal. Auch hier macht Kupala aus meiner Warte heraus alles richtig. Er bleibt beim Punkt.
Punkt, ja, dann zeigen Sie uns doch dieses Video. Frau Illner, wenn es dieses Video gäbe und wir könnten das hier vorspielen, ja, dann würden wir dementsprechende Reaktion auch zeigen können und dann würden aber wir Sie reagieren ja längst. Nochmal, haben Sie dieses Video? Nicht es so gibt laut. Es nicht. Nicht so laut. Wir werfen Ihnen hier nur ohne Belege Landesverrat vor und da wären Sie ein bisschen deutlicher in Ihrer Sprache. Sie schreien zwar nicht, aber trotzdem gaslighten wir Sie. Sie würden laut werden, um Sie ein bisschen aus der Ruhe zu bringen. Sehr tolle Moderation. Nein, es gibt es nicht. Wenn Sie es vorlegen... Es gibt kein Interesse an Aufklärung. Halten wir das fest. Was? Es gibt kein Interesse an Aufklärung, während Sie die Vorwürfe einbringen ohne Belege. Ohne Belege. Ist das geil, Alter. Also man muss Frau Ammann an dieser Stelle durchaus eines lassen. Dafür, dass sie keine Belege hat, argumentiert sie relativ gut. Wenn auch unter der Verwendung von dunkler Rhetorik und Scheinargumenten. An dieser Stelle also ein Strohmann. Während man selbst offenbar keinerlei Interesse hat, Belege, die zur Aufklärung beitragen könnten, vorzulegen, versucht sie hier einen Strohmann aufzumachen, die AfD. Die hätte ja gar kein Interesse an der Aufklärung, weil sie keine Belege vorweisen kann, die eine Kampagne, die ohne Belege fungiert, entkräften würde. Und daher, so wie es sich für die Unschuldsvermutung gehört, erstmal darauf warten, dass zumindest der Anfangsverdacht bestätigt wird. Es gibt kein Interesse bei der AfD, dem Verdacht nachzugehen, dass ihre natürlich zwei Spitzenleute für die Europawahl aus russischen sehr wohl Kanälen Interesse gekauft von uns, sind. Ja, und auch an der Stelle müsste eine neutrale Moderatorin eigentlich eingreifen und sagen, also mit Verlaub, Frau Ammann, das dreht sich jetzt hier im Kreis. Sie wollen der AfD rhetorisch mit dem Spiegel ans Bein defekieren und können aber selbst bei der Frage nach Belegen keine Belege vorweisen. Frau Ammann, äußern Sie sich zu diesem Thema bitte, wenn Sie sich dazu entschlossen haben, etwas Handfestes vorzulegen. Aber natürlich, so muss es auch sein, bleibt Frau Illner die gesamte Sendung lang auf der Seite von Frau Ammann und wiederholt an dieser Stelle einfach genau denselben Vorwurf. Aber warum helfen Sie nicht bei der Aufklärung? Nochmal, wir helfen um die Aufklärung, wenn es Anfragen auch von der Staatsanwaltschaft gäbe, diese Vorwürfe auszuräumen, beziehungsweise auch die Kandidaten beide, weder Herr Büstron noch Herr Krag wurden bislang überhaupt befragt, von niemandem. Ja, guter Punkt von Chrupalla. So läuft es nämlich. Wenn sich die Staatsanwaltschaft dazu entschließt, aus der Vorermittlung eine wirkliche förmliche Ermittlung zu machen, dann werden die Kandidaten selbstverständlich befragt. Die Rolle der AfD besteht darin, abzuwarten, ob überhaupt offizielle Ermittlungen eröffnet werden. Die können jetzt nicht einfach im Voraus ihre beiden Kandidaten irgendwie befragen und die Antworten an die Staatsanwaltschaft schicken. Dann sagt nämlich die Staatsanwaltschaft, nee, so läuft das nicht. Wenn überhaupt, stellen wir die Fragen. Und das machen wir, nachdem wir glaubhaft den Anfangsverdacht bestätigen konnten, was zu diesem Zeitpunkt eben nicht geschehen ist. Da aber eine äußerst unangenehm auftretende Frau Ammann den Anschein erwecken möchte, die argumentative Oberhand inne zu haben, cherrypickt sie sich das Ende von Chrupallas Ausführungen, und zwar das Niemand, und strohmannt damit, dass also auch er nicht die Kandidaten befragt hätte. Von niemanden wurden sie befragt. Auch nicht von Ihnen. Versteht ihr? Ich habe das Ende von seiner Aussage genommen und das flippig umgedreht, dass also auch er gar nicht mithelfen wollte. Und so. Alter, es ist maximal unangenehm, Freunde. Wirklich. Also wissen Sie, Herr Chrupalla. Nee, Frau Ammann, jetzt lassen Sie mich mal reden. Natürlich wurden sie befragt. Und beide Kandidaten haben uns... Und dann wieder, nachdem man auf Zwang einen Gotcha-Moment produzieren wollte, das Gaslighting ganz ruhig. Alter, es ist so maximal toxisch. Es ist einfach... Beide Kandidaten haben uns... Und das ist die gesamte Argumentationsstrategie von Frau Ammann. Vorwurf ohne Belege. Chrupalla antwortet. Frau Ammann antwortet entweder, indem sie sich einen Teil der Aussage cherrypickt und ins Gegenteil verkehrt. Oder Frau Ammann antwortet in Form eines Strohmanns, der komplett überzeichnen soll, dass Chrupalla sich valide und schlüssig geäußert hat. Es ergibt sich also eine Kommunikationsdynamik, die einer in einer toxischen Beziehung gleicht, aber zum Glück haben wir eine öffentlich-rechtliche Moderatorin, die da eben nicht eingreift. Beide Kandidaten haben uns schriftlich auch versichert, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Mhm. Und von daher gilt natürlich auch dort, nicht bloß im Juristischen, sondern auch im Politischen, als allererstes die Unschuldsvermutung. So, Chrupalla hat also festgestellt, doch natürlich haben wir mit den beiden darüber geredet und natürlich haben wir sie auch dazu befragt. Das heißt also, der Gotcha-Moment von Frau Ammann ist zerstört. Das weiß auch sie und deswegen switcht sie direkt zum nächsten Punkt. Denn eine Befragung ist ihr auf einmal nicht mehr genug. Man muss sich mal vorstellen, eine andere Partei wäre diesen Vorwürfen ausgesetzt. Was Sie dann sagen würden. Und ich frage mich also,
jemand wie Herr Laschet zum Beispiel, als er noch Vorsitzender der CDU war. Ja, auch hier der Versuch, dem Zuschauer klarzumachen, die CDU hätte hier vernünftig reagiert, ganz im Gegenteil zu den Landesverrätern der AfD. Das wären solche jetzt meine nächste Frage Vorwürfe gewesen. Aufgetreten. Ja. Dann hätten Sie doch den Kandidaten ins Adenauerhaus zitiert, hätten gesagt, Freundchen, diese Partei möchte mit dir nichts zu tun haben, bis du den Verdacht aus der Welt geschafft hast. Alter! Jetzt aber mal kurz Stopp. Habt ihr gemerkt, was da gerade passiert ist? Nachdem Frau Melanie Ammann den unbelegten Vorwurf eröffnet hat, Chrupalla hätte seine eigenen Kandidaten nicht befragt und er dies dementiert hat, lässt sie das Argument auf einmal fallen und geht dazu über, dass dies auf einmal nicht genügen würde und er stattdessen beide Kandidaten wegen einer vom Spiegel lancierten Schmutzkampagne wohlgemerkt während des Europawahlkampfes auf Eis hätte legen sollen, bis sie selbst die unbelegten Vorwürfe des Spiegels ausräumen. Alter, ist das toxisch! Sie macht Chrupalla also zum Vorwurf, dass die AfD nicht haargenau die Reaktion zeigt, die sich der Spiegel aus dieser Kampagne erhofft hat. Und zwar, dass die AfD ihre eigenen Kandidaten aus dem Verkehr zieht und dann praktisch keinen Wahlkampf mehr macht. Ich glaube, spätestens an diesem Punkt hätte ich an Chrupallas Stelle gesagt, Frau Ammann, ich werde in dieser Diskussion kein Wort mehr mit Ihnen wechseln, bis Sie nicht wenigstens einen Beweis oder Beleg vorgelegt haben. Bis dahin ist alles, was Sie äußern, absolut wertlos. Kommen wir also nun zu der Rolle eines Armin Laschets in dieser Diskussion, die mehr einem Mix aus toxischem Beziehungsstreit und Kreuzverhör gleicht. Dieser Mann, dieser Armin, sitzt dort, um eines zu machen. Die bisher unbelegten Vorwürfe des Spiegels und Frau Ammann als gegebene Fakten aufzunehmen und diese als Fundament seiner Argumentation zu nutzen, um auf Chrupalla rumzuhacken, damit beim Zuschauer der Eindruck entsteht, ah, der Armin sagt das ja auch, da muss es erstens stimmen und zweitens ist er damit doch eindeutig der vernünftige Patriot, der vom potenziellen AfD-Wähler gewählt werden sollte. Während er selbst nichts anderes ist als jemand, der wie vorgesehen über das belegfreie Relotius-Stöckchen vom Spiegel springt, um sich selbst durch die haltlose Diffamierung von Chrupalla und seiner Partei zu beweihräuchern. Sie haben den aufgestellt. Sie verteidigen ihn jetzt bis in diese Sendung hinein. Und deshalb, wenn irgendeiner in Prag vom tschechischen Geheimdienst erwischt wird und er sagt die zwei... Ah, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Oh ja, jetzt soll der Laschet schön auf ihm rumhacken. Ja, genau so soll es laufen. Oder was sagt euch dieser Blick? 300-Euro-Scheine sind mir zu groß, damit kann ich nicht tanken. Das sind doch absurde Vorgänge. Ja, zu den absurden Vorgängen zum Falle Bistron sollten zwei Dinge angemerkt werden. Zum einen, dass sich Kontraste, die Zeit und der Spiegel und die tschechische Tageszeitung Deník N auf die Aussagen von einem Parlamentsabgeordneten berufen, der diese Tonaufnahmen vom Geheimdienst gehört haben will, die zeigen würden oder besser gesagt hörbar machen würden, dass Bistron irgendwelche Geldscheine zählen würde. Der Name dieses Abgeordneten wurde weder von Deník N, Kontraste, der Zeit oder dem Spiegel veröffentlicht und in der tschechischen Tageszeitung idnes.cz hat sich auch nochmal der Sprecher des tschechischen Geheimdienstes geäußert. Ich habe den Artikel mal auf Deutsch übersetzt und da finden wir eine Zwischenüberschrift, die da lautet, der Name des AfD-Abgeordneten Bistron wurde von unserer Seite nie gehört. Dazu sagt laut dieser Tageszeitung Ladislav Stischa, der Sprecher des tschechischen Geheimdienstes, die Dokumentation zum Fall Voice of Europe umfasst 300 Seiten und es muss daran erinnert werden, dass der Adressat unserer Berichte nicht die Öffentlichkeit ist, sondern der Primärminister, die Minister und der Präsident oder die Strafverfolgungsbehörden. Und wenn auf die verschiedenen Ergebnisse zurückgeblickt wird, wird man feststellen, dass weder der Primärminister noch einer der Minister noch der Geheimdienst jemals irgendwelche Namen genannt haben, außer denen, die wir auf die Sanktionsliste gesetzt haben. Also nochmal zusammengefasst, wir haben die Aussage von einem anonymen Abgeordneten, der diese Aufnahmen gehört haben möchte, wo man auch die Frage stellen kann, welcher Parlamentsabgeordneter hat Zugang zu geheimdienstlichen Beweismitteln und kann diese einfach mal hören. Und zum anderen haben wir den Sprecher des tschechischen Geheimdienstes bei der besagten Tageszeitung, die ich gerade eingeblendet habe, der sagt, sie hätten den Namen Bistron bisher nicht erwähnt. Macht mit diesen Informationen, was ihr wollt. Für mich steht nur die Frage im Raum, warum möchte dieser Abgeordnete nicht namentlich genannt werden? Möchte da jemand eventuell, falls sich diese Vorwürfe als Schwachsinn herausstellen, aus der Verantwortung ziehen? Existiert dieser Abgeordnete überhaupt? Und warum wird diese ganze Sendung lang so kommuniziert,
kommuniziert, als wäre das alles Fakt und nicht in Wirklichkeit die Aussage eines Parlamentsabgeordneten, der diese Aufnahmen gehört haben möchte, der nicht namentlich genannt wird. Der andere reist mit 8.000 Euro in die USA rein, weil er seine Kreditkarte vergessen hat. Nein, Herr Laschet, es waren 3.000 Euro. Und meine nächste Frage, ist es illegal, mit 3.000 Euro Bargeld in die USA oder aus der USA heraus zu reisen? Darf man das nicht? Die 8.000 Euro kann er wohl mitnehmen. Da wird er vom FBI verhört. Ja, gib's ihm, Armin. Genauso weiter, Armin. Ja, nimm genau unsere Vorwürfe auf, die wir nicht belegen können. Los, Armin, mach weiter so. Solche Zustände hat es in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Ausmaß an Landesverrat also noch nicht gegeben. Und Sie als Parteivorsitzender müssten reagieren. Und jetzt sagen Sie, keine Vorverurteilung. Hm? Ja, und Laschet macht genau das, was Frau Ammann erreichen wollte. Er nimmt diese unbelegten Vorwürfe vom Spiegel als bare Münze und legt sie Herrn Chrupalla direkt als Landesverrat aus. Wenn das nicht mal guter Wahlkampf für die CDU ist. Fast so, als wäre es genau das Ziel dieser Konstellation in dieser Sendung gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, meine lieben Freunde, ich habe die Nase voll, mir reicht es. Das war eine absolut desaströse Sendung von Maybrit Illner, hier zu einem gewissen Teil ein bisschen durchanalysiert für euch. Wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst hier gerne ein Abo und ein Like da, schreibt gerne einen Kommentar, vor allem wenn ihr Kritik habt. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, nehmt gerne eine Kanalmitgliedschaft an. In diesem Sinne, ein bisschen Maybrit Illner, schadet nie und f*** PC.